Unterwegs im Frankenwald. Eine halbe Autostunde nördlich von Kronach liegt das Dorf Buchbach. Der 500-Einwohner-Ort, so habe ich gehört, ist bekannt für eine Kirche, die Dom des Frankenwalds genannt wird. Das klingt spannend. Das will ich mir ansehen. So ein Dom, denke ich mir, müsste ja auffallen, aber am Ortseingang ist noch nichts zu sehen. Schließlich erspähe ich einen kleinen Wegweiser und folge ihm, aber so richtig vielversprechend sieht auch das nicht aus. Und dann auf einmal steht er vor mir, der Dom des Frankenwalds oder die katholische Kirche St. Laurentius, wie in seinem Ausweis steht. Schon etwas anderes als die üblichen Dorfkirchen in der Region. Wie sehr, zeigt ein Blick von oben. Ein bisschen sieht es so aus, als wäre ein Raumschiff in Buchbach gelandet. Aber nicht nur von außen ist der Sakralbau absolut außergewöhnlich. Auch im Innenraum kommt man aus dem Schauen und Staunen nicht heraus. Und man fragt sich, wie kommt diese Kirche hierher? 50 Jahre ist die Grundsteinlegung nun her. Das Weihejubiläum können die Buchbacher nächstes Jahr an Maria Himmelfahrt feiern. Wahrscheinlich ist St. Laurentius nur in jener Zeit an diesem Ort mit diesen Menschen möglich gewesen. Da sind die Jahre kurz nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, das für eine Öffnung der Kirche stand und viel Energie aus der Erneuerung der römischen Liturgie zog. Deswegen steht der Altar auch in der Mitte, damit alle im Gotteshaus mit dem Heiligen in Kontakt treten können. Da ist mit Reinhold Goldmann ein Pfarrer Ende 30, der den Mut zu einem Gesamtkunstwerk hat und die Mitglieder seiner Pfarrgemeinde begeistern konnte. Und da sind die Buchbacher selber, die beim Bau ihrer neuen Kirche Unglaubliches geleistet haben. Monika Barnickel, heute Kirchenführerin, war als Jugendliche damals beim Bau schon dabei. Dieser Zusammenhalt, auch diese Gemeinde, wie die zusammengestanden hat, wie die zusammen geleistet haben. Das Holz ist von den Bauern für den gesamten Dachstuhl gespendet worden, in die Sägewerke transportiert, zurückgeholt. Die Frauen haben es dann 3-4 Mal gestrichen. Es war dann die Arbeit der Frauen, bis das wiederum dann verarbeitet wurde. Also es war wirklich das ganze Dorf involviert. Und hat auf diese Weise mit dem Kirchenbau auch der Landschaft und ihren Menschen ein Denkmal gesetzt. Denn der Turm symbolisiert eine Frankenwaldtanne und auch die geometrische Form der Raumhülle ist Programm. Ja, 66 soll auch an den Bienenfleiß der Frankenwälder erinnern. Und das ist auch gewollt oder auch so vorgesehen, dass dieses Sechseckige eben an diesen Bienenfleiß der Frankenwälder erinnert mit ihren über 40.000 Stunden. 40.000 Stunden Eigenleistung. Der Satz, alles zur größeren Ehre Gottes, kommt einem da in den Sinn. Und dass die Buchbacher auf eine Weise damit ernst gemacht haben, für die einem heute die Worte fehlen. Innerhalb eines Jahres war die Kirche fertig. In einem Jahr diese Leistungen alle zu vollbringen, zu machen, zu tun, das war schon extrem. Und die Leute waren dann einfach nur stolz und erleichtert, dass das eben die Fertigstellung 15. August war immer im Raum gestanden. Dieser Marienfeiertag ist Weihetag. Und als alles fertig ist, wird klar, was für ein Wurf Reinhold Goldmann und den Buchbachern gelungen ist. In der Mitte der Altar, den alle in der Kirche gleich gut sehen können, wodurch Christus ins Zentrum der Heiligen Messe rückt. Darüber ein Lüster aus Murano-Glas, der die Kostbarkeit des Geschehens in diesem Raum unterstreichen soll. Am beeindruckendsten aber ist das umlaufende Glasfenster, das das normalerweise farblose Sonnenlicht sichtbar macht. St. Laurentius wird so ein Haus voll Glorie, aber trumpft nicht auf. Der Raum empfängt das Licht von außen, um das Seine dazu zu tun. Die Buntheit ist erhebend, sie sorgt nicht nur für eine wunderbare Atmosphäre, sondern gibt bei genauerem Hinsehen viele christliche Symbole und Bilder zu erkennen. Maria zum Beispiel. Oder auch die Taube, die für den Heiligen Geist steht und ihre Flügel über die ganze Welt ausbreitet. Wie das bunte Glas das Licht sichtbar macht, so soll die christliche Botschaft Gottes Gnade für die Menschen erfahrbar machen. Solche architekturgewordene Theologie muss vielen heutigen Besuchern erstmal nahegebracht werden. Sie sagen, ach, schöne bunte Steine. Die Kirche wirkt auf die Leute genauso, aber die wenigsten erkennen wirklich diese Symbole. Und wenn man schon den Besuch hierher wagt,
dann sollte man sich vielleicht die Zeit nehmen oder den Kirchenführer einfach bitten, ihm über dieses Gebäude was zu erzählen. Es gibt nämlich so viel zu erzählen, das kann man nicht abdrucken in Papier. Das in dieser Hinsicht Herausragende spielt sich oben auf der St. Laurentiuskirche ab. Das ganze Dach ist ein Springbrunnen. Und zwar nicht als Gag oder um das Dach zu befeuchten, sondern wie so viele andere Einzelheiten an diesem Sakralbau mit einer theologischen Aussage. Damals wie heute werden die Wasserspiele mittels Münzeinwurf in Gang gesetzt. Im Alter von 7, 8, 9, 10 Jahren bin ich immer zur Oma und gesagt, Mensch Oma, ich brauche 50er. Ich will oben das Wasser an der Kirche einschalten. Das habe ich am Dach im Sommer 3, 4 Mal gemacht, bis er dann gesagt hat, jetzt langt's aber auch wieder. Und mit zunehmendem Alter begreift man dann eigentlich erst, was diese Wasserspiele, was diese Symbolik überhaupt bedeuten sollen. Denn das Wasser steigt aus Spritzdüsen an den 6 Gauben und auf der Dachspitze. Die Zahl 7 aber steht für Vollkommenheit und Fülle in Gottes Heilsplan. Gott verströmt sich wie lebendiges Wasser. Eine der vielen Erfahrungen für die Sinne, die vom Glauben erzählen und die gemeinsam den Dom des Frankenwalds bilden.